Es ist das älteste Kernkraftwerk Frankreichs, das immer noch mit voller Leistung arbeitet. Bouget im Osten von Lyon ist seit 40 Jahren in Betrieb. Es gibt rund 2000 Menschen Arbeit und liefert 7% des nationalen Atomstroms. In 15 Jahren könnten 2 der 4 Reaktoren abgeschaltet werden. Das reicht Jean-Pierre Collet nicht. Der Atomkraftgegner lebt seit Jahren im Schatten des Kraftwerks und fordert dessen Abschaltung. Das Atomkraftwerk strahlt ständig Radioaktivität aus. Das bekommt man natürlich nicht direkt mit, denn die Strahlung ist ja unsichtbar. Dann gibt es das Problem des Atommülls. Es gibt Pläne, ihn zu vergraben, aber er strahlt ja weiter. 2019 hat die Behörde für nukleare Sicherheit Schwachstellen in Bezug auf Radioaktivität und Abfallentsorgung festgestellt. Laut der französischen Betreibergesellschaft Électricité de France wird jedes Problem behandelt. Jegliches Risiko führe zur Abschaltung der Anlagen. Insgesamt 14 der 57 derzeit in Frankreich betriebenen Kernreaktoren könnten bis 2035 abgeschaltet werden, während die letzten Kohlekraftwerke bis 2022 stillgelegt werden. Ziel der Regierung ist es, den Anteil der Kernenergie von 70% auf 50% zu senken und den Anteil der erneuerbaren Energien auf etwa 40% zu erhöhen. Ein Versprechen, das nach der Fukushima-Katastrophe 2011 von 2 aufeinanderfolgenden Regierungen gegeben wurde. Zwar stößt ein Kernkraftwerk laut Zahlen des Weltklimarats im Vergleich zu Kohle oder Gas wenig CO2 aus, aber es ist das Alter der Anlagen, das nach Angaben von Umweltverbänden eine Gefahr für die Anwohner darstellt. In der Nähe des Kernkraftwerks Bugey im Umkreis von etwa 30 Kilometer leben mehr als 1 Million Menschen, sodass im Falle eines Unfalls eine große Gefahr für die Einwohner Frankreichs, aber auch für die Nachbarländer besteht. Aber welche Energiequellen können langfristig Kernkraftwerke zumindest teilweise ersetzen? Werden erneuerbare Energien ausreichen? Wir haben das sehr wichtige Ziel, Sonnen- und Windenergie zu nutzen. Wenn wir also zu 50% auf Kernenergie und zu 50% auf erneuerbare Energien setzen, sowie den Energieverbrauch kontrollieren, können wir den französischen Bedarf decken. Erneuerbare Energien, eine Quelle der Energievielfalt mit Vorteilen und Grenzen. Die Kosten sind in den vergangenen 10 Jahren deutlich gesunken, aber im Gegensatz zu Kernkraft sind die erneuerbaren Energien weniger kontrollierbar. Ein weiterer Punkt ist der Rückgang der Kernkraftenergieexporte. Frankreich ist der führende Stromexporteur in Europa. Laut Experten könnte ein zu starker Rückgang der Kernkraft kontraproduktive Auswirkungen haben. Die Spitzenwerte des Stromverbrauchs in Frankreich liegen normalerweise im Februar um 19 Uhr. Da ist es dunkel, sodass wir uns nicht auf Solarenergie verlassen können, aber auf Atomstrom. Wir können Windkraft nutzen, aber wenn es an diesem Tag keinen Wind gibt, müssen wir Energie importieren. Es wird Zeiten geben, in denen wir verschiedene Stromquellen nutzen. Aber im Jahresdurchschnitt können wir sagen, dass wir eher Gaskraftwerke ersetzen werden. Mit dem Risiko laut einigen Experten, dass die CO2-Emissionen steigen. Alles wird davon abhängen, was die Nachbarländer tun, wie schnell sie den Energiewandel vorantreiben in einem Europa, das energietechnisch vernetzt ist.